Das heutige Video wird von NordVPN gesponsert. Das ist NordVPN. 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 Jeder, der seit 2020 nicht hinterm Mond lebt, kennt sie, die VPN-Produktplatzierungen. VPN-Sponsorship ist mittlerweile zu Memes geworden. Wenn es nicht Rachel Legends ist, dann ist es NordVPN. Aber wusstet ihr, dass die ganzen Versprechungen von VPN-Diensten total unnötig sind? Dass man eigentlich sicher genug im Internet ist und VPNs in ein paar bestimmten Fällen Sinn ergeben? Heute geht es um VPN-Produktplatzierungen und warum sie eigentlich total überflüssig für den normalen Zwecke sind. VPN. Das steht für Virtual Private Network und soll verschiedenen Produktplatzierungen Folgendes garantieren: Sicherheit gegen Hackerangriff und Datenklau, anonym im Netz, Sicherheit gegen Tracking, Länderausfall gegen Geoblocking, wie zum Beispiel die GEMA auf YouTube-Videos oder Netflix-Filmen. Dass man sicher gegen Tracking ist und anonym im Netz ist, ist richtig, aber andere Beispiele sind es nicht wirklich. Sicher gegen Hackerangriffe und Datenklau. Viele nehmen dazu als Beispiel dieses Szenario hier. Man ist in einem Café und will sich mit einem WLAN verbinden. Meldet sich aus Versehen mit dem Fake-WLAN eines Hackers an und somit klaut er all eure Daten, die ihr während dem Surfen verwendet habt. Tatsächlich ging sowas früher. Der konnte eine RP-Spoofing-Attack machen und wirklich ein komplettes Web-Tracking verfolgen. Aber heutzutage geht sowas nicht mehr. Denn jede Webseite mit einem Schloss-Symbol, jede iPhone-App seit 2016 und jede Android-App seit 2018 nutzt HTTPS-Verschlüsselung, wenn es um persönliche Daten geht. Wenn man Webseiten ohne HTTPS-Zertifikat besuchen will, bekommt man einen Pop-up, dass diese Verbindung nicht sicher ist. Eure Internetanbieter können zwar den Namen der besuchten Webseiten sehen und was sie auf der Webseite macht, die das HTTPS-Zertifikat nicht haben, aber das war's dann auch. Keine Bankdaten, keine Passwörter, sowas geht nicht mehr. Im Mai 2019 hat die britische Regulierungsbehörde hat NordVPNs Werbung sogar gebannt, da es den Eindruck erweckt, dass das Surfen im Internet zu gefährlich ohne VPN sei. In manchen Clips sagt man noch, dass VPNs militärische Verschlüsselung nutzen, also AES. Das steht für Advanced Encryption Standard. Und ja, das stimmt, aber das ist die HTTPS-Verschlüsselung. Du schaust gerade dieses Video mit militärischer Verschlüsselung an. Aber es ist halt nichts Besonderes mehr. Geoblocking. Der eigentliche Grund, warum viele VPNs nutzen, ist nicht, weil sie auf illegalen Seiten unterwegs sind, sondern weil sie ganz einfach das Geoblocking von verschiedenen Plattformen umgehen möchten. Wie zum Beispiel die GEMA bei Musikvideos auf YouTube oder bei Angeboten bei Streamingdiensten wie zum Beispiel Netflix. Das alles hat nachvollziehbare Gründe, warum man einen VPN haben sollte. Auch wenn sie rechtlich gesehen fraglich ist, kann man es verstehen. Das Problem ist, gut fürs Klauen und Gesetze umzugehen, ist eine Marketingstrategie, die Firmen ganz schön in Gefahr bringt. Und wir schützen sie vor bösen Leuten, die euer Passwort klauen, macht Leuten Angst und bringt eher Leute dazu, was zu kaufen, was sie eigentlich gar nicht mal brauchen. Das heißt, wenn man nicht gerade von der Regierung abgehört wird, macht es seine Passwörter nicht wirklich sicherer. Die sind schon sicher genug. Wenn man aber wirklich von der Regierung abgehört wird, dann hast du größere Probleme, als um eine VPN dich zu kümmern. Kurze Info, ja, dieses Video ist etwas von Tom Scott abgeguckt und ich wollte es eigentlich auf Deutsch machen und besser und in kürzer. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es hat dieses kleine Video gefallen. Es hat ein bisschen Arbeit gedauert, das Ganze zu schneiden. Folgt gerne meinem zweiten Kanal richtig gerne. Ich habe da viele, viele Outtakes hochgeladen, denn hier ist einiges passiert. Nicht von dir, Digga. Und ja, danke an diese zwei Deppen, die Teleprompt verkackt haben und der andere da irgendwie neandertale Stöhngeräusche macht. Danke für den Support. Ja, ich muss jetzt noch die eine Szene mit dem Ding aufnehmen. Und ja, Leute, folgt mir auf Twitch, auf Insta, auf Discord.